Feiertag ist also vorbei. Samstag, 3 Uhr morgens ist es jetzt. Und der gute Toni ist neben mir. Und ich habe eine Frage an dich. Hast du es erwartet, das Endergebnis heute? Also im Großen und Ganzen haben wir uns schon ein 2-0 erhofft, erwartet. Aber Faculty war nicht schlecht, wie man auf der zweiten Map gesehen hat. Sie haben uns auf falschen Fuß erwischt. Sie haben als CT sich halt viele Sachen einfallen lassen. Viel über die Mitte aufgebaut, aggressiv gespielt und ja, das hat uns halt ein bisschen aus dem Konzept geworfen und deswegen ja, wurde die zweite Map knapp. Also, Faculty hat ganz gut gespielt, aber jetzt heißt der Gegner auch damit. Gut, gab es irgendeine Szene, wo du dann gedacht hast, in der zweiten Map jetzt verlieren wir dieses Spiel? Zeitweise, als wir 2 One-on-2s oder so hintereinander verloren haben, dachte ich schon, okay, hier läuft nicht so alles rund, wie man sich vorstellt, deswegen habe ich schon gedacht, ja, Overtime, nächste Map, möglich. Okay, morgen bzw. nachher geht es gegen Alternate ran. Habt ihr euch da irgendwie vorbereitet? Habt ihr da irgendwie was, eine spezielle Strategie irgendwie vorbereitet? Oder wie geht ihr an das Spiel ran? Also, Gott B wird uns noch einweisen und er wird sich alle seine kleinen Specials, ich denke mal, aufgespart haben für das Match. Und ja, also wir haben... Die Zuschauer werden auf jeden Fall morgen was zu sehen haben. Was denkst du, wie es ausgehen wird? Hängt von den Maps ab. Also ich weiß jetzt nicht, welche Map Atax rauswählen wird. Wahrscheinlich Inferno. Also es wird ein ähnliches Spiel wie gegen Faculty. Vielleicht wird es auch ein 2-1. Also Atax schätze ich auf jeden Fall stärker an als Faculty. Aber wenn wir unsere Fehler abschalten, also könnte es auf ein ähnliches Ergebnis wie heute auslaufen. Okay, also wir haben eigentlich auch schon fast den Kopf in 2010 drin. Mini Roman kommt für uns in Mousebots. Glaubst du, er wird Mousebots im Counter-Strike nochmal wirklich eine Niveaustufe auch international höher liegen? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, mit Roman haben wir halt einen gestandenen Spieler, der alles Spieltypen halt spielen kann, beziehungsweise den wichtigen Spieltyp vom Matchmaker und ja, deswegen denke ich, dass wir auf jeden Fall mit Roman gut durchstarten werden. Motiviert ist er auch. Also ich stelle da kein Problem. Und jetzt nochmal eine Frage. Rückblickend auf die ganze Season, das letzte Jahr. Es war irgendwie mehr durchwachsen. Also Ma hat dir richtig gute Leistung gezeigt, war wirklich schlecht. Woran lag das? Also zu Anfang des Jahres hat die Motivation gefehlt, so traurig das auch klingen mag. Aber hinterher haben sich die Leute wieder aufgerappelt und man hat halt im Cash sozusagen neuen Wind gehabt. Aber ja, dass das nicht auf Dauer anhielt, hat man ja jetzt gesehen. Ja, wir waren halt alle top motiviert, als Cash zu uns gekommen ist und deswegen haben wir wahrscheinlich die ersten beiden Turniere gewonnen. Ich meine, auf den Extreme Masters waren jetzt Teams noch ein bisschen gehandicapt, also überbewerten sollte man den Sieg nicht. Und auf der Game Boom waren jetzt nicht die Top-Teams, aber im Großen und Ganzen hatten wir halt wieder richtig Motivation. Und als es dann später halt nicht mehr so lief, musste halt eine Entscheidung getroffen werden und die wurde mit Minier getroffen. Gut, okay. Dann danke ich dir für dieses ehrliche Statement und für dieses Interview. Und für euch, stay tuned auf mousebots.com.